Hi ho meine Freunde, hier ist der Stampus mit einem kleinen Tutorial zur Installation und zu ersten Schritten mit Feed the Beast. Ich mache das, weil sich das einige unter dem ersten Part von meinem Feed the Beast Let's Play gewünscht haben und nicht alle sofort damit klarkommen. Deswegen gebe ich euch einfach mal eine kurze Einweisung in den Feed the Beast Launcher. Tutorials fürs Spiel selbst werde ich nicht machen, da ich selber kaum Ahnung von dem Modpack habe. Aber wenn ihr das auch spielen möchtet, zeige ich euch hier, wie das geht. Und zwar besucht ihr einmal die Seite feed-the-beast.com und kommt auf die Homepage von Feed the Beast Modpack. Da sollte sehr obvious zu sehen sein der Download-Button. Ihr könnt euch hier downloaden einmal den Klienten und einmal Server. Server sollten für euch eigentlich nicht von Interesse sein, außer ihr habt genügend Rechner und Internetkapazität und vielleicht ein paar verrückte Freunde, die das zusammen mit euch spielen möchten. Server-Tutorials müsst ihr euch leider selbst anlesen, da ich zwar selber inzwischen weiß, wie es geht, aber ein Tutorial davon ein wenig zu viel Zeitspruch in annehmen könnte. Also, wenn ihr einfach nur Feed the Beast spielen möchtet, ohne irgendwie noch weiter riesige große Mods hinzuzufügen, dann ist der Download-Exe-Button der Button eurer Wahl. Ihr klickt drauf und speichert die Datei an einem Ort, der euch gut gefällt, idealerweise auf eurem Desktop oder in eurem Spieleordner. Da ich das natürlich schon getan habe, sehen wir, Achtung, hier den Feed the Beast Launcher auf meinem Desktop. Wir doppelklicken den einfach mal. Bei euch wird etwas leicht anderes passieren als bei mir nun, denn wenn ihr den Feed the Beast Launcher das allererste Mal startet, werdet ihr gefragt nach einer Install Directory, also wo ihr das Modpack installieren möchtet. Ich empfehle, entweder das Modpack in euren eigenen Dateien zu installieren, zum Beispiel unter eigene Dokumente, oder auf eurer Festplatte C unter Programme, je nachdem, wo ihr lieber mitarbeitet, wo ihr schneller rankommt. Ich empfehle nicht, die Install Directory auf den Desktop zu legen, das könnte leicht verwirrend werden. Des Weiteren, wenn ihr die Install Directory gefunden habt, wird sich erstmal dieser Launcher öffnen. Und merkwürdigerweise möchte der Launcher gerade nicht das, was ich von ihm möchte. Naja, gehen wir erstmal einen Schritt nach links. Fangen wir von ganz links an. News. Hier findet ihr News zu aktuellen Modpacks, einige Screenshots etc. Ganz ehrlich, ich habe mir das Zeug noch nie durchgelesen. Mich interessiert es nicht. Was euch nun interessieren sollte, sind die Optionen. Einmal könnt ihr hier jederzeit euer Installationsverzeichnis, das ihr am Anfang ausgewählt habt, ändern. Dann könnt ihr mit diesem wunderbaren Schieberegler Minecraft mehr oder weniger Arbeitsspeicher zuweisen. Ich habe Minecraft derzeit 4 GB Arbeitsspeicher zugewiesen, weil das Modpack in der Regel sehr, sehr viel Arbeitsspeicher frisst. Na komm, 4 GB. Das kann ich machen, da ich insgesamt 16 GB Arbeitsspeicher auf meinem PC habe. Da ihr höchstwahrscheinlich weniger Arbeitsspeicher haben solltet, müsst ihr erst einmal, bevor ihr hier einstellt, wie viel Arbeitsspeicher ihr Minecraft zuweisen wollt, herausfinden, wie viel Arbeitsspeicher ihr überhaupt habt. Dazu klickt ihr einmal sowohl Windows 7 als auch Windows 8 als auch Windows XP. Einmal Rechtsklick hier auf die Taskleiste und startet den Task Manager. Wenn ihr dann hier unter Leistung geht, findet ihr unter Arbeitsspeicher eure maximal verfügbaren Arbeitsspeicher. In meinem Fall 16 GB. Sieht bei Windows 7 und Windows XP leicht anders aus, aber sollte sowohl bei beiden Betriebssystemen im Task Manager unter Arbeitsspeicher zu finden sein. So, habt ihr herausgefunden, wie viel maximalen Arbeitsspeicher ihr zur Verfügung habt, empfehle ich Feed the Beast mindestens 1 GB Arbeitsspeicher zuzufügen. Idealerweise 2 GB. Mehr sollte an sich nicht notwendig sein, außer ihr habt vor, nebenbei noch, so wie ich, Aufnahmeprogramme zu nutzen. So, dann haben wir hier noch zwei süße kleine Häkchen, die wir benutzen können, und zwar die Show Console. Wenn ich das jetzt reinmache, sieht man beim nächsten Start, einen Moment, ich zeige euch das einmal kurz. Ups, zusätzlich in der Regel noch die Minecraft-Konsole. Vielleicht möchte das auch gerade nicht. Irgendwie ärgert mich der Launcher gerade. Na, dann halt nicht. Auf jeden Fall solltet ihr den Haken rausmachen, weil die Konsole führt nur zu Verwirrung und ihr braucht sie in der Regel nicht. Den Haken bei Reopen Launcher after Exit Minecraft sofort reinhauen.
Advanced Options ist eigentlich in der Regel alles perfekt eingestellt, da sich das jedes Mal beim Starten von Minecraft neu automatisch einstellt. Also braucht ihr da auch nichts zu tun. Kommen wir nun zum interessanteren Part, den Modpacks. Wo ich gerade leicht verwirrt bin, denn in der Regel sieht man hier auf der linken Seite eine riesige Liste an Modpacks. Ich bin verwirrt, dass das gerade nicht der Fall ist. Ich schätze, meine Internetleitung denkt sich gerade, nein. Wer weiß. Auf jeden Fall spiele ich mit dem Direwolf 20 Modpack. Hier auf der rechten Seite seht ihr über jedes Modpack die weiteren Informationen. Und zwar, welche Mods installiert sind. In einer praktisch aufgelisteten Liste. Wenn ihr wissen möchtet, was das für Mods sind, gibt es eine offizielle Feed the Beast Wiki. Da könnt ihr das nachlesen. Dann könnt ihr natürlich noch, wenn ihr euch ein Modpack hier aus dieser linken Liste, die man gerade nicht sehen kann, aussucht. Ernsthaft, warum ist die Liste weg? Könnt ihr, nachdem ihr den Mod einmal ausgewählt habt, auf Starten drücken? Habe ich noch was vergessen? Genau, ihr müsst euch hier natürlich auch noch mit eurem offiziellen Minecraft-Account anmelden, bei Profil erstellen. Habt ihr kein offiziell gekauftes Minecraft, könnt ihr Feed the Beast nicht spielen. Ist leider so, aber heiß drauf, denn man sollte sich das Spiel in der Regel sowieso kaufen, denn Mojang verdient jegliche Unterstützung, das Spiel ist super. Also, habt ihr euch ein Modpack ausgewählt, drückt ihr auf Starten und dann wird erstmal ein Modpack heruntergeladen und installiert. Das kann einige Zeit in Anspruch nehmen, aber sollte euch nicht weiter interessieren, denn es installiert sich in der Install Directory, die ihr am Anfang gewählt habt und hat keinen Einfluss auf euer normales Minecraft. So, möchtet ihr das Modpack modifizieren, könnt ihr hier auf Mod bearbeiten drücken. Dann sehen wir hier auf der linken Seite eine Liste der aktivierten Mods. Und hier auf der rechten Seite könnt ihr dann, wenn ihr hier einen auswählt, Mods deaktivieren und auch nach Belieben wieder aktivieren. Ich habe für mein Let's Play 4 Mods rausgeschmissen, die mir zu kompliziert waren oder mich einfach überfordert haben. Wenn ihr Mods selber in Minecraft hinzufügen wollt, könntet ihr unter Jar Mods gehen. Auf Mod hinzufügen klicken und zum Beispiel die RAR-Datei von Optifine oder dem Timber Mod einfach hinzufügen. Kein umständliches in den Roaming-Dateien rumfummeln. Das geht hier drüber ganz einfach, neue Mods reinzufügen. Und somit habt ihr inzwischen, glaube ich, alles, was ihr für Feed the Beast braucht. Ihr könnt euch hier noch Texture Packs runterladen, direkt im Launcher und auch Maps runterladen, die ihr spielen könnt. Und wenn ihr dann das Spiel startet, erstmal episches Intro, kommt das FML-Setting, keine Sorge, es richtet nur eure Grafikeinstellung automatisch ein. Und somit sollte euer Minecraft Feed the Beast dann ready to play sein, in der Regel jedenfalls. Man merkt schon, das Spiel ist verdammt groß, es braucht ewig lang zum Laden. Ah, wunderbar, wunderbar. Geht ihr denn in die Singleplayer-Mod? Ich könnte jetzt in meine LP-Welt gehen, aber ich lasse das einfach mal. Wups. Ja, okay. Da haben wir eine kleine Testwelt von mir. Ignoriert einfach, was ihr hier alles seht. Ich möchte euch nur kurz ein minimales Tutorial geben über die Einstellungen. Und zwar habt ihr einen riesigen Inventory-Hack, wenn ihr den benutzen wollt. Habt ihr hier unten Optionen, könnt alles mögliche einstellen, von Cheat-Mode bis Rezepte-Mode. Ihr könnt neue Buttons einstellen. Ihr könnt das mit O verstecken, falls ihr einfach Vanilla spielen möchtet. Ja, naja, so Vanilla, wie es halt mit 64 Mods geht. Und so, das sollte eure Oberfläche sein. Die meisten Einstellungen nehmt ihr hier direkt im Inventory-Hack vor. Das ist das. Und die restlichen Einstellungen, wie gehabt bei Minecraft, über die Settings. Da sollte aber nicht viel Neues sein. Und somit wünsche ich euch viel Spaß, wenn ihr denn Feed the Beast selbst spielen möchtet. Insofern war das mit meinem kleinen, vielleicht etwas längeren, vielleicht viel zu umständlich und unverständlich erklärten Tutorial. Ich habe mein Bestes gegeben, um es so spontan, wie ich es gerade gemacht habe, erklären zu können. Falls ihr noch Fragen habt, werde ich die in den Kommentaren gerne beantworten. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge Feed the Beast. Bis dann!